Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder zurückgefunden hast. Mein Name ist Bernd und ich bin Hobbyfotograf aus der schönen Pfalz. Ich fotografiere seit vielen Jahren eigentlich alles, was mir so vor die Linse kommt. Landschaften, Tiere, Motorsport, Studio und so weiter. Am Ende des Videos habe ich dir einen kleinen Überblick eingestellt. Schau es dir an, wenn du willst, und sag mir deine Meinung. Ich hoffe, es gefällt dir. In diesem Video geht es um den guten alten Vater Rhein. Es beschreibt den Weg von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in die Nordsee in Holland, damit man mal einen kleinen Überblick hat, wie die ganzen Rheinabschnitte sich nennen und wo sie ungefähr sind. Und jetzt geht's los. Der Rhein ist ein 1237 Kilometer langer Fluss in West- und Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt. Wenn du einen Wassertropfen von der Rheinquelle bis zur Mündung des Rheins in die Nordsee in den Niederlanden begleiten willst, musst du dir lange Zeit nehmen. Am Ende des Videos sage ich dir, wie lange, also bleib dran und sei gespannt. Am Thomassee in den Schweizer Alpen liegt auf 2300 Meter Höhe die Quelle des Rheins. Hier beginnt der erste von insgesamt 7 Flussabschnitten bis zur Mündung in die Nordsee. Der erste Abschnitt ist der Vorderrhein. Er durchquert eine 400 Meter tiefe Schlucht, schließt sich mit einem weiteren Fluss, dem Hinterrhein, zusammen und ist dann der Alpenrhein. Er verlässt die Berge und mündet in Sichtweite der Alpen in den Bodensee. Knapp 40 Kilometer fließt er durch den See bis nach Konstanz. Hier beginnt der dritte Rheinabschnitt, der Hochrhein. Der Rhein läuft hier sowohl durch die Schweiz als auch durch Deutschland. In Schaffhausen am Rheinfall, einem der größten Wasserfälle Europas, stürzt er sich 23 Meter in die Tiefe. In Basel, dem Dreiländereck aus Deutschland, Schweiz und Frankreich, biegt der Rhein am Rheinknie nach Norden ab. In Basel beginnt der Oberrhein, der vierte Flussabschnitt, der bis Bingen verläuft. Hier verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich im Fluss. Der Oberrhein besticht durch seine vielen Kurven und Windungen. Der fünfte Rheinabschnitt ist der Mittelrhein. Hier windet er sich durch eine Schlucht vorbei, zum Beispiel an der Lorelei. Der sechste Rheinabschnitt beginnt als Niederrhein in Bonn. Dort fließt er auch durch Köln, der größten Stadt am Rhein. Jetzt fließt der Rhein weiter nach Norden ins Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands und dem größten Binnenhafen der Welt in Duisburg. Im siebten und letzten Rheinabschnitt verlässt der Rhein als Delta-Rhein Deutschland und fließt in den Niederlanden weiter bis zu seiner Mündung in die Nordsee. Hier teilt sich der Rhein in zwei Hauptarme, den Waal und den Leck. Kurz bevor er dann in die Nordsee mündet, kommt noch ein weiterer großer Fluss, die Maas, dazu. Und so endet die Reise des kleinen Wassertropfens nach genau 31 Tagen im niederländischen Rhein-Maas-Delta. Ich freue mich, dass du meinen Film bis zum Ende geschaut hast und hoffe, er hat dir gefallen und dein Interesse geweckt. Wenn ich dein Interesse geweckt habe und du Fragen oder Anregungen hast, schreib mir einfach in die Kommentare. Ich würde mich auch über einen Like und ein Abo freuen und ganz besonders würde ich mich freuen, wenn ich von dir hören würde. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.